Typ muss morgen zahlen, Skriko. Mach ihm also ordentlich Druck. Hörst du? Mann, Nick. Maxi ist ein Freund von mir. Ist mir scheißegal. Ich will Geld sehen, kapiert? Ich kann auch Winnie zu ihm schicken. Meine Geduld ist langsam zu Ende. Also reiß dich zusammen. Wir kennen uns schon eine Ewigkeit, also tu mir einen Gefallen und wart noch ein Weilchen. Ich hab das Geld nicht, aber ich tu, was ich kann. Ich tu nur meinen Job, Maxi. Du hängst mit 4 Raten hinterher, das sind 10 Riesen. Erklär denen, wie es aussieht, Jimmy. Nein, du hast den Schuldschein unterzeichnet. Die wollen Geld sehen. Begreifst du nicht? Ich hab nichts. Ich steck bis zum Arsch in Schulden. Das ist ja eben die Scheiße. Vergiss nicht, mit wem wir es zu tun haben. Wenn Winnie hier auftaucht, weißt du genau, was passiert. Dann können wir dich nur noch einsagen lassen. Denk mal drüber nach, Maxi. Oh. Keine Angst, mein Schatz, es ist nichts. Versuch mal, mit Winnies Vater zu reden. Vielleicht bringt das was. Du bist ein echter Freund. Ganz ruhig. Drück mir die Daumen. Augenblick, Mr. Argento. Ich habe jetzt keine Zeit, Jimmy. Bitte, ich würde Sie nicht aufhalten, wenn es nicht so wichtig wäre. Was ist? Hast du was mit den Ohren? Oder tickst du nicht richtig im Kopf? Ich freue mich, Sie zu sehen, Mr. Argento. Sie lieben die Pünktlichkeit anscheinend genauso wie ich. Ich hoffe doch, dass Sie einen guten Flug hatten. Wieso sind Sie nicht allein? Das Geschäft geht doch nur Sie und mich was an. Ich gehe nie ohne ihn. Dann sollte ich mir vielleicht jemand anderen suchen, mit dem ich das Geschäft mache. Gehen wir ein Stück. Schon gut, Ed, ich gehe allein. Wenn ich dich brauche, rufe ich dich. Gut, bevor wir ins Detail gehen, lassen Sie mich etwas sagen. Ich finde, dass Sie mir das Geschäft noch ein wenig versüßen sollten. Noch ein wenig versüßen, sagen Sie? Ja, genau. Da sehe ich kaum eine Chance, Mr. Argento. Unsere Konditionen sind mehr als... Wenn das so ist, können wir uns jedes weitere Wort schenken. Dann ist die Sache erledigt. Keine Option, aus, Ende, okay? Entschuldigen Sie, Argento. Sie haben keine Wahl. Sie müssen akzeptieren. Was soll das? Da fragen Sie noch. Ist das nicht deutlich genug? Verdammter Idiot, Eddie! Ich komme, Mr. Argento! Weg mit der Waffe, du Arschloch! Sind Sie wahnsinnig geworden? Sie wollen doch nicht wirklich die schießen. Waffe ins Fass! Tu, was er sagt, Eddie, los! Tu es! Ins Fass! Wirf sie rein! Mach schon! Wie Sie meinen, Chef. Lassen Sie das, ich habe keine Waffe! Das wird Ihnen auch leid tun. Ach ja?
Bevor Sie jemand vermisst, bin ich längst über alle Berge. Los weg hier, kommen Sie! Mach keinen Mist, Kleiner! Gib mir die Knarre zurück! Verdammt! Warten Sie hier, ich sehe mal nach, wo es rausgeht. Hier ist abgeschlossen. Ach du Scheiße. Uns in eine leerstehende Fabrikhalle nachgegangen, Winnie. Ich schwöre dir, dass er es gewesen ist. Ich habe ihn gesehen. Er hat deinem Vater direkt ins Herz geschossen. Jimmy, sagst du? Aber ich verstehe das nicht. Du solltest doch auf meinen Vater aufpassen. Er hat mir nicht erlaubt, dass ich ihn begleite. Welchen Grund solltest du Gregor haben, meinen Vater umzulegen? Weiß ich auch nicht. Er war dieser andere Kerl. Keine Ahnung, ich habe den Typen vorher nie gesehen. Er kam von irgendwo angeflogen, wie ich mitbekommen habe. Ich weiß nicht woher. Mich trifft keine Schuld. Halt's Maul! Gib mir einen Drink. Such diese kleine Ratte und bring sie zu mir. So, Ed. Jetzt zu dir. Ich habe dich heute gar nicht erwartet. Ich muss die Stadt verlassen, Ma. Und zwar so schnell wie möglich. Wieso? Bist du in Schwierigkeiten? Ja, Ma, so kann man es nennen. Obwohl das noch untertrieben ist. Hat das irgendwas mit den Gorillas vor unserem Haus zu tun? Verdammt, ich muss machen, dass ich wegkomme. Jimmy, warte, mein Junge. Hier, nimm das. Du wirst es brauchen. Geh jetzt. Wiedersehen, Ma. Wer ist da? Die Tür ist offen. Kommen Sie rein. Wo ist er? Wer? Sie wissen genau, wen ich meine. Joey! Joey! Er versucht nach hinten zu verschwinden. Hol unsere Kiste! Hol's dir doch selbst! Wer ist da? Na, wer wohl, du kleine Dumpfbacke? Nick, es war nicht so, wie ihr denkt. Es war ein Unfall. Ich wollte ihm helfen. Glaub's mir. Das musst du Winnie erzählen. Und jetzt sei brav und sag, wo wir dich abholen können, Jimmy. Ich glaub dir sogar.
aber ich bin nicht maßgebend. Also, wo steckst du? Los, sag's mir. Ich denk nicht dran. Hey, Jimmy, was liegt an? Erzähl mal. Uns lange nicht gesehen. Ich könnte einen Wagen gebrauchen. Sag bloß. Ich kaufe ihn dir ab. Ich will ihn aber gar nicht verkaufen. Ich zahle dir 100 dafür. 250. 150. 200. Hör zu, ich habe keine 200, Gilbert. Dann ruf dir doch einen scheiß Taxi-Kumpel. Hey, jetzt hör doch mal zu, ja? Du brauchst Stoff und ich diese Kiste. Also nimm die 150 und der Fall ist erledigt. Na gut, Alter. Hey, der Schlüssel. Der steckt. Kommst du mit, Rosa? Können wir später darüber reden? Ich würde es aber gerne jetzt hören. Wieso lässt du mich allein? Hast du nicht das Bedürfnis, bei mir zu sein? Das ist deine Welt, Jimmy, nicht meine. Das ist deine Welt, Jimmy, nicht meine. Das ist deine Welt, Jimmy, nicht meine. Du hast ja recht. Aber es wird sich auch wieder ändern. Tut mir leid, Jimmy. Aber ich habe einen Beruf. Mein Leben spielt sich hier ab und nicht in einem gottverlassenen Nest an der Küste. Und 14 zurück. Danke. Du musst mal die Kaffeemaschine austauschen. Die Brühe schmeckt scheußlich. Ich habe dir geschenkt, also meckern rum. Ach du Scheiße. Können wir Ihnen helfen? Nein, danke. Der Bock war abgesoffen. Das passiert manchmal.
da! Schick die nicht richtig! Das ist genau, was sie wollte, ihr kleinen Drecksäcke! Los, raus da! Verdammt nochmal, du solltest doch aufpassen! Hab ich! Der Typ hat sich von hinten angeschlichen! Aufpassen heißt auch nach hinten sehen! Klappe halten! Lassen Sie mich los, sonst setze ich Ihnen den Sheriff auf den Hals wegen Belästigung von Minderjährigen! Ach ja? Ja! Red dir einen Scheiß, du Knalltüte! Ich blöff nicht, das werden Sie sehen! Dann musst du aber auch erklären, warum du die Zündung kurzschließen wolltest. Ich bin viel zu klein. Ich kann gar nicht wissen, wie man eine Zündung kurzschließt. Toni, lass uns Leine ziehen, okay? Ja, verschwinden wir. Was ist passiert? Flip ist auf eine Klapperschlange getreten, das Biest hat zugebissen. Ich habe Angst, ich will nicht sterben, Toni. Tun Sie doch endlich was. Sie müssen das Gift raussaugen. Kein Unsinn, Junge. Du hast zu viel Western gesehen. Halt still. Wir müssen einen Arzt finden. Gibt's hier irgendwo ein Krankenhaus? Keine Ahnung, wir sind nicht von hier. Na gut, dann sag mir, wo ihr herkommt. Dein Freund braucht Hilfe. Aus einer Schule, die etwa 2 Meilen von hier entfernt ist. Wir haben da auch eine Krankenschwester. Okay, zeig mir den Weg dahin. Los, mach die Tür auf. Gebissen worden. Verstehe. Kommen Sie mit. Die Schwester hat dem Jungen gerade ein Gegengift gespritzt. Wird er wieder gesund? Auf jeden Fall. Dank Ihrer Hilfe, Mr. Ich heiße Scott. James Scott. Als ich sah, dass ihn eine Schlange gebissen hatte, habe ich mir fast in die Hosen gemacht. Ich bin Father Donnelly. Sie sind... Geistlicher, ja. Verzeihen Sie. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Der Junge verdankt Ihnen sein Leben. Ja, das tut er. Darf ich vorstellen? Sue Bradley, James Scott. Hi. Hi. Freut mich. Möchten Sie einen Kaffee oder irgendwas zu essen? Danke. Ja, da sage ich nicht nein. Sue, führen Sie unseren Gast in die Cafeteria. Ich muss noch zu Father Patrick. Sehr gerne. Kommen Sie. Na, ist das ist diese. Was wollten Sie mich fragen? Sie zuerst. Ist das hier, dieses St. John, so etwas wie ein Erziehungsheim? Nein, eigentlich nicht. Die Jungs werden hierher geschickt, damit sie nicht im Erziehungsheim landen. Mhm. Und wieso sehe ich kaum jemanden hier? Wir haben gerade Ferien. Ach so. Osterferien. Ein paar Kinder haben kein Zuhause, deshalb bleiben sie hier. Ist ja auch ganz prima hier. Sag mal, wieso kommst du hierher?
Ich wollte dir ein bisschen Gesellschaft leisten. Ich dachte, die hätten dich eingesperrt. Dachten die auch. Aber das war ein Irrtum. Damit war es leicht rauszukommen. Ich sag dir was. Diesmal schaffen wir die Flucht, das garantiere ich dir. Wie heute Morgen. Ach, ist das meine Schuld, wenn du, Idiot, dich von der Klapperschlange beißen lässt? Bist du verrückt? Schrei nicht so laut, die hören uns. Hast du etwa vor zu kneifen, Flip? Das ist nicht dein Ernst. Wir müssen raus aus diesem Loch. Ja, aber jetzt geh wieder zurück, sitz deinen Stubenarrest ab, sonst kriegst du noch Ärger. Mach dir nicht ins Hemd. Ich komm raus und auch wieder rein. Leider wieder weiter. Dann möchte ich Ihnen nochmals dafür danken, dass Sie den Jungen hergebracht haben. Hoffentlich war es kein großer Umweg für Sie. Nein, nein, war es nicht. Ist irgendwas? Unser Maler hat gekündigt. Er hat wahrscheinlich irgendwo einen besser bezahlten Job bekommen. Fehlt Ihnen etwa jemand, der mit Pinsel und Farbe umgehen kann? Können Sie uns jemanden empfehlen? Ja, mich? Ich habe meinem Vater fast jedes Jahr im Sommer geholfen, Häuser anzustreichen, bevor er sich zur Ruhe gesetzt hat. Ich bräuchte Sie nur eine Woche. Das macht nichts. Hauptsache, ich kann Ihnen helfen. Dann mache ich Sie jetzt mit Father Patrick bekannt. Ich meckere ja nur ungern, aber ich fand das Fleisch heute Mittag ein bisschen zäh. Dann müssen Sie das einzige schlechte Stück erwischt haben. Sie haben also, wenn ich Sie recht verstehe, diesen jungen Mann engagiert, ohne sich vorher mit mir zu beraten. Weil ich glaube, dass er der Richtige ist. Hoffentlich behalten Sie auch recht. Denn gestern hatten Sie mit Ihrer Ansicht weniger Glück, als Sie hier vor mir standen und mich davon überzeugen wollten, dass wir gut daran täten, bei Jungs wie Flip und Tony, wie sagten Sie doch gleich, die Eigenverantwortung des Tuns mehr zum Tragen kommen zu lassen. Thomas, bitte. Man darf sich irren, aber nicht das Vertrauen verlieren. Gut, aber mit den Weisheiten aus Ihren Büchern landen Sie in der Praxis oft auf dem Bauch. Ich sage Ihnen, was diese Jungs brauchen. Disziplin. Wir sollten jetzt mal praktisch denken und froh sein, dass wir jemanden gefunden haben, der bereit ist, für uns die Malerarbeiten zu erledigen. Wer war es eigentlich, der in einer seiner letzten Predigten gesagt hat, die Menschen müssten sich in gegenseitigem Vertrauen üben? Das hat gesessen. Also bitten Sie ihn rein. Sie schaffen es immer wieder, mich zu überreden. Das nächste Mal nagel ich Sie fest. Das ist Father Thomas Patrick, James Scott. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Vater. Sind Sie katholisch? Meine Eltern sind katholisch und ich bin es auch. Na ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. James. James, wir erwarten, dass Sie Ihre Arbeit auf professionelle Weise erledigen. Und dass Sie sich den Jungs gegenüber vorbildlich verhalten. Als Gegenleistung werden Sie hier untergebracht, kriegen zu essen und natürlich auch einen entsprechenden Lohn. Noch irgendwelche Fragen? Wann kann ich anfangen? Für uns beginnt der Tag bei Sonnenaufgang. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Danke. Hallo Chuck, darf ich dir unseren neuen Helfer vorstellen? Das ist Chuck White, James Scott. Freut mich. Mich auch. Werden Sie hier wohnen? Für eine Weile. Sue kennen Sie ja auch schon, nicht? Ja. Sie ist sehr nett. Das ist sie. Deswegen möchte ich sie auch heiraten. Einen schönen Abend noch, Vater. Bis morgen, Chuck. Toiletten und Duschen finden Sie am Gangende. Und jede Etage hat ein Münztelefon. Toll. Willkommen bei uns. Danke.
Ich hätte gern ein R-Gespräch. Ma, nimm bitte an, ich bin's. Dankeschön. Ich wollte nur sagen, dass es mir gut geht, Ma. Ich bin in Sicherheit, Ma. Wo ist doch uninteressant? Ich bleibe eine Woche. Ich will ein bisschen Geld verdienen, dann fahre ich wieder weiter. Ich passe auf mich auf, versprochen, Ma. Natürlich melde ich mich wieder bei dir. Sobald ich unterwegs bin, hörst du von mir. Ja, schon gut. Ich hab dich auch lieb, Ma. Du möchtest also noch 48 Stunden Zeit, Maxi? Ja, dafür tue ich alles, was Sie wollen. Gut. Dann hilf mir, Jimmy zu finden. Ich hab doch keine Ahnung, wo er ist. Ach, Maxi, er ist doch ein Freund von dir. Dir fällt sicher was ein. Naja, er hat eine neue Freundin, falls Sie das interessiert. Sehr gut. Spuck mir aus. Was gibt's noch? Die zwei sind sicher ein nettes Paar. Mr. Argento! Sieh mal eine an. Wir haben einen neuen Anstreicher. Hat der Vater Sie dazu überredet? Ja, zum Teil schon. Hast du deine Strafe abgesessen? Ich bin auf Bewährung raus. Ich musste schwören, mich zu benehmen. Und diesen Schwur hältst du, oder wie sehe ich das? Möglicherweise, ich weiß nicht. Und was ist, wenn du während deiner Bewährung was anstellst? Tja, dann geht's vors Jugendgericht. Das macht auch nichts. Wie ich sehe, können Sie mit dem Basketball besser umgehen als mit dem Pinsel. Dazu kann ich nur sagen, Glück gehabt. Wenn ich nicht gerade beim Streichen wäre, würde ich dir ein paar Körbe werfen, dass du vor Neid erblasst. Ich könnte es ertragen. Geben Sie mir meinen Ball her, bevor Sie ihn mit Farbe beschmieren. Sie denn von mir? Eine einfache Antwort auf eine einfache Frage. Wo ist Jimmy? Keine Ahnung, woher soll ich? Strapazieren Sie nicht meine Geduld, Rosa. Das letzte Mal habe ich ihn vor ein paar Tagen gesehen. Seitdem ist er verschwunden. Ich formuliere meine Frage etwas präziser. Wenn er abtauchen will, wo würde er hingehen? Kann ich nicht sagen. Sie tun sich keinen Gefallen, Ma'am, wenn Sie uns was verschweigen. Ich weiß wirklich nicht, wo er hin ist. Mickey. Irgendwann mal davon gesprochen, dass es ihn an einen einsamen Ort an der Küste zieht. Wo an der Küste? Das weiß ich wirklich nicht. Denken Sie nach. Jimmy hat nie was Konkretes gesagt. Er hat wohl nur geträumt von einem Ort, den es wahrscheinlich gar nicht gibt, glaube ich. Geträumt? Ich habe das alles nicht so ganz ernst genommen. Das hätten Sie aber tun sollen, Nikki. Glauben Sie mir, ich weiß wirklich nichts. Nikki. Ich kann Ihnen nicht sagen. Nikki! Nicht sagen! Ich weiß wirklich nichts. Ich weiß gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Schon gut. Shh. Ich glaub's Ihnen. Sie können gehen. Nach Rosa.
Eine Sekunde noch. Wir halten Kontakt. Ich behalte Flip noch ein paar Stunden zur Beobachtung und entlasse ihn dann zu den anderen. Oh. Ist irgendwas? Ja, mir ist was ins Auge geflogen. Lassen Sie mich mal sehen. Besser? Ja, danke. Na schön. Bis später. Wir sehen uns. Sue! Ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten. Wieso? Was ist denn? Das weißt du doch genau. Er hat dich gerade angefasst. Denkst du, ich sehe das nicht? Wer, Jimmy? Ja, verdammt nochmal. Und mir gefällt nicht, was sich da zwischen euch anbahnt. Also jetzt glaube ich auch, dass wir uns unterhalten sollten. Du streitest nicht mal ab, dass da was ist. Ich will mit dir nicht über Jimmy reden, sondern über uns. Ich habe mir in der letzten Zeit eine Menge Gedanken gemacht. Was willst du damit sagen? Chuck, ich erwarte etwas anderes für mein Leben als das, was du willst. Und ich glaube nicht, dass wir zwei füreinander bestimmt sind. Tut mir leid. Ich hoffe, dass du es eines Tages verstehen wirst. Sue! Willst du meinen Rat hören, du Arschloch? Ich kann darauf verzichten. Vergiss lieber diesen verdammten Job. Pack deine Klamotten und zieh Leine. Ich hätte für dich auch einen Rat, Chuck. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Das tue ich, Jimmy. Und halt du dich da raus. Und können was draufsprechen, wenn Sie wollen. Komm, Süße, ich weiß genau, dass du da bist. Geh ran. Sue, heb schon ab. Es tut mir leid. Sprich mit mir. Ich liebe dich und ich weiß, dass du mich auch liebst. Ich möchte dich nicht verlieren. Du bist alles für mich. Ruf mich bitte an. Also, ich finde ihn cool. Ich sag dir, irgendwas stimmt nicht mit ihm. So wie er die Kiste kurz geschlossen hat, das kann nur ein Profi. Hey, ich glaub, da kommt jemand. Na, alles klar, Männer? Hallo, Jimmy. Hi. Zigarette? Nein, ich hab meine eigene Marke, danke. Wie ich sehe, geht's dir ja wieder bestens, wie? Ja, ich bin wieder voll da. Ach, dann habe ich doch richtig gelegen. Ich habe Stimmen gehört und dachte mir, schau doch mal nach. Na, alles klar, Jungs? Guten Abend, Father Donnelly. Guten Abend. Leisten Sie den Jungs Gesellschaft? Das auch. Aber eigentlich wollte ich nur frische Luft schnappen. Und was macht ihr hier? Wir schnappen auch frische Luft. Na gut, aber jetzt ist euer Ausgang beendet. Ich bin schuld, Father. Ich habe die Jungs noch etwas aufgehalten. So, wir verschwinden dann jetzt. Cool. Und alles locker angehen. Tun wir. Locker angehen? Der kann Sprüche machen.
Entschuldigung. Die zwei sind ein Fall für sich. Wie sieht's aus, Jim? Pardon. Haben Sie Lust auf ein Bier? Danke, ja. Siehst du, Toni, ich hab recht gehabt. Jimmy ist okay. Ach, Quatsch. Der hat nur Angst, mir zu widersprechen. Das ist alles. Der weiß genau, dass ich ihn am Arsch kriegen kann. Womit denn? Weiß ich noch nicht genau. Aber du kannst sicher sein, dass ich es rausfinde. Und damit haben wir das Ticket, das uns hier wegbringt. Ich habe viele Jahre mit dem Studium von Psychologie und Erziehungswissenschaften verbracht. Einige meiner Aufsätze wurden auch schon veröffentlicht. Aber trotzdem gelingt es mir nicht, an die Jungs ranzukommen. Sie akzeptieren mich nicht. Vielleicht sollten Sie mal was anderes versuchen. Was denn? Weiß ich auch nicht so genau. Kommen Sie, sagen Sie mir schon, was Sie meinen. Wissen Sie, Vater, diese Jungs sind nicht dumm. Dass sie dumm sind, glaube ich auch nicht. Naja, deswegen sollten Sie sich nicht anpassen, sondern Sie selbst bleiben und den Jungs auf Ihr Niveau helfen, Vater. Cheers. Guten Morgen, Vater Patrick. Alles zu? Hi, Jimmy. Womit kann ich Ihnen helfen, James? Ach, die Farbe geht mir langsam aus, Sir. Unser Eisenwarenladen schreibt gerne für uns an. Ich werde anrufen und sagen, dass Sie kommen. Ach, können die nicht liefern? Bei meinem Wagen streikt nämlich das Zündschloss. So. Sie wollten doch gerade in die Stadt fahren. Ja, ich muss zur Post. Würden Sie bitte so nett sein und unseren jungen Freund mitnehmen? Natürlich. Kommen Sie. Chuck ist ja kein übler Kerl. Nur, wir passen irgendwie nicht zusammen. Nicht so schön ist, dass seine Freunde und er mir ständig über den Weg laufen. Das ist nun mal so in einer kleinen Stadt. Alle naslang treffen sie auf jemanden, den sie kennen. Ja, nur die Großstadt hat auch ihre Nachteile. Da gibt's so viel Mist, dass sie irgendwann mal reintreten. Ja, ich weiß. Das kenne ich auch. Sind wir. Erzählen Sie mal was von sich, Jimmy. Von mir gibt es nichts zu erzählen. Das glaube ich nicht. Jeder hat seine Geschichte. Vielleicht.
Ich möchte Ihnen aber meine erst erzählen, wenn sich meine Situation geändert hat. Der Eisenbahnladen ist da hinten. Ich gehe inzwischen zur Post und wir treffen uns hier wieder. So, hier sind 3 Dosen Farbe und 1 Zündschloss. Sonst noch irgendwas? Nein, danke. Das Ganze geht dann auf das Konto von St. John. Ich weiß, Father Patrick hat schon angerufen. Ich würde nur gern noch Ihren Ausweis sehen. Hm? Der Führerschein tut's auch. So ein Mist. Ich habe meine Papiere in der Schule vergessen. Leider. Ich verbürge mich für ihn, Sam. Nett, dich zu sehen, Chuck. Na gut, wenn das so ist. Danke. Gern geschehen. Du kannst mir auch einen Gefallen tun. Ich höre. Wenn ich morgen nach St. John komme, sei bitte verschwunden. Und wenn ich's nicht bin, Chuck? Dann wird man dich wahrscheinlich auf einer Bahre raustragen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Dass du dich da mal nicht gewaltig irrst. Na, alles klar, Jungs? Liegt irgendwas an? Hast du einen neuen Freund, Chuck? Der neue Freund ist nur auf der Durchreise. Er ist von Father Patrick für Malerarbeiten angeheuert worden, hält es aber nicht für nötig, seine Papiere mitzunehmen, wenn er in die Stadt fährt. Das sollten Sie lieber nicht machen. Ja, Sir, es passiert auch nicht wieder. Hoffen wir es. Wir sehen uns nachher zu Hause. Ja, bis nachher, Dad. Nimm meine Worte ernst. Na, was haben Chuck und sein Vater gesagt? Nichts Besonderes. Der Sheriff hat mich nur willkommen geheißen. Ich bin der Meinung, dass du ihn überprüfen solltest, Dad. Sachte, Junge. Reichen Sie mal den Terminplan rüber. Wieso bist du so überzeugt davon, dass der Junge was zu verbergen hat? Du hast doch gesehen, was für einen unsicheren Eindruck er macht. Und außerdem hat er keinen Ausweis. Was heißt das schon? Erinnern Sie mich an die Besprechung nächste Woche. Hör auf, mir was vorzumachen. So wie ich das sehe, geht's hier um deine Freundin, richtig? Dad, ich... Halt mich da raus, ja? Jedes Mal, wenn du dich in irgendwas verrannt hast, schaffst du es, dir damit Ärger einzuhandeln. Aber bitte lass mich aus deinen Geschichten raus. Wenn er gegen das Gesetz verstößt, sag mir Bescheid. Dann greife ich ihn mir, das verspreche ich dir. Aber schaff dir bloß nicht wieder Probleme, die ich dann ausbügeln muss. Gibt's irgendwelche Schwierigkeiten? Nein, Boss. Hey, Flip. Weißt du, wie spät es ist? Ja, Zeit, um auf mein Zimmer zu gehen. Hey, komm her. Wir müssen mal miteinander reden. Mich stört dein Verhalten. Du benimmst dich so wie Tony. Er ist dein Vorbild, richtig? Du musst jetzt nicht antworten, aber denk mal drüber nach. Überleg dir genau, wem du nacheifern willst. Nicht jeder eignet sich dazu, mein Junge. Es kann dir passieren, dass du abrutschst, wenn du an den Falschen gerätst. Aber weißt du was? Wenn du deinem Gefühl folgst, stellt sich meistens heraus, dass du das Richtige getan hast. Danke, Vater.
Wo ist sie? Was ist wo? Halt mich nicht für bekloppt. Was haben Sie vor, mich zu schlagen? Ich bin noch ein Kind. Hör zu, du Rotzlöffel. Wenn ich das Ding nicht in 5 Minuten zurückkriege, komme ich mit Donnelly her. Dem kannst du dann erzählen, dass du in mein Zimmer eingebrochen bist und mich beklaut hast. Sie blöffen. Glaubst du? Was liegt an, Toni? Heute Nacht geht's los. Na, hör mal, du willst doch jetzt nicht etwa kneifen, oder? Tut mir leid, Toni, ich kann nicht. Wieso nicht? Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, Toni. Pass auf dich auf. Was ist los, Jim? Toni hat mir mein Auto geklaut. Kommen Sie, wir fahren mit meinem hinterher. Garantiert. So viel Vorsprung hat er Gott sei Dank nicht. Sehen Sie mal da vorne am Grab. Ach du meine Güte. Toni! Was ist passiert? Oh, ich habe alles vergeigt. Ist das schlimm? Nein, er liegt da drin. Sue ist gerade bei ihm. Was haben Sie mit ihm vor? Wir sperren ihn erstmal ein. Und dann bringen wir ihn vors Jugendgericht, James. Er ist soweit in Ordnung. Das kann ich von meinem Auto nicht behaupten. Dann sollten wir jetzt den Sheriff rufen, denke ich. Nein, ich finde, der Junge hat genug Probleme, Vater. Ja, das kann man wohl sagen. Wollen wir noch was trinken? Vielleicht eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein? Ist denn noch irgendwo offen? Ja, es gibt da noch was. Tja, Vinny, dann lass mal hören, was du als nächstes vorhast. Wir warten. Irgendwann ruft er seine Mutter an. Als ich mit der Schwesternschule fertig war, fiel ich zunächst in ein Loch. Ich war ganz allein. Und die Menschen waren alle nur mit sich beschäftigt. Jeder jagte nur dem schnöden Geld hinterher.
Ich vermisste die Natur, die wunderschönen Berge und die unkomplizierten Menschen, die hier leben. Tja, und als Father Donnelly mir diese Stelle anbot, konnte ich nicht schnell genug nach Pine Creek zurückkehren. Und natürlich zu Chuck. Und zu Chuck. Ich glaube, wir sind uns während der Zeit meiner Abwesenheit irgendwie fremd geworden. Sie sind reifer geworden. Ja. Das könnte sein. Aber trotzdem fühle ich jetzt eine Leere. Und wie wollen Sie die füllen? Dadurch, dass ich mir jemanden suche, der mein Leben so, wie ich es mir vorstelle, mit mir teilt und der zu mir passt und mich an seinem Leben teilnehmen lässt. Jetzt möchte ich was von Ihnen hören, Jimmy. Wo kommen Sie her? Na, schon gut, Sie wollten mir von sich erzählen, wenn sich gewisse Dinge geändert haben. Und wissen Sie wenigstens, wie Ihre Zukunft aussehen soll? In meinen Träumen sehe ich Sie ganz klar vor mir. Erzählen Sie. Ich würde sehr gerne in ein kleines Fischerdorf ziehen. Dahin, wo ich von vorne anfangen könnte. Ich würde mir ein kleines Boot zulegen und das verchartern. Ich könnte dann meine Tage auf See verbringen und mir den salzigen Wind ins Gesicht blasen lassen. Das klingt ziemlich verrückt. Habe ich recht? Nein, ganz im Gegenteil. Und wie verbringen Sie Ihre Nächte? Hier bist du also. Kannst du nicht schlafen? Wieso sagst du mir nicht, was dich so sehr bedrückt? Mich bedrückt nichts. Es ist alles in Ordnung. Bist du fertig? Ich mag dich sehr sogar. Ich dich auch. Aber ich kann mich nicht mit dir einlassen, wenn du mir gegenüber nicht offen bist. Und wenn du mir nicht sagen willst, was ist, dann rede mit jemand anderem. Jimmy, was dich bedrückt, geht nicht von alleine weg. Du hast Hilfe nötig. Du kannst deine Träume nur verwirklichen, wenn du dich frei fühlst. Lass uns gehen. Thank you.
Vater, vergib mir meine Sünden. Ich bin schon viele Jahre nicht mehr zur Beichte gegangen. Es ist gut, Jim. Ich höre. Mein richtiger Name ist nicht Scott. Ich heiße James Skriko. Und wieso der andere Name? Ich habe jemanden getötet. Erzählen Sie mir genaueres. Ich habe den Mann nicht töten wollen. Ich wollte einen Mord verhindern. Ich habe dem Killer die Waffe entrissen. Ich hatte schreckliche Angst. Ich hörte ein Geräusch, drehte mich um und dann löste sich der Schuss, ging einfach los. Ich weiß auch nicht, wieso. Setzen Sie sich. War es ein Unfall? Es ging alles so schnell, Vater, ich denke ja. Wieso sind Sie nicht zur Polizei gegangen? Dann wäre ich jetzt tot. Und zwar bevor Sie mich eingebuchtet hätten. Wer ist der Tote? Vincent Argento. Sie können nicht ewig davonlaufen, Jim. Ihr Gewissen wird Sie nicht ruhen lassen. Aber wie Sie sich auch entscheiden, ich bin für Sie da, wenn Sie mich brauchen. Jim. Ich glaube jetzt, dass du recht hattest, Sue. Ein Traum lässt sich niemals verwirklichen, wenn das Leben zu einem einzigen großen Albtraum geworden ist. Wie steht es um deine Familie? Ich habe nur noch meine Mutter. Na los, ruf sie schon an. Hallo? Ma? Ich bin's. Ich habe auf deinen Anruf gewartet. Ich hatte schon Angst, dir wäre irgendwas passiert. Tut mir leid, Ma. Mir geht's gut. Ich wollte dir nur was Wichtiges sagen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Was für eine Entscheidung? Mich der Polizei zu stellen. Und zwar, nachdem ich meine Arbeit hier zu Ende gebracht habe. Das halte ich für eine sehr gute Idee, mein Junge. Ich habe wirklich nicht schießen wollen, Ma. Es war ein Unfall. Das glaube ich dir, Jimmy. Ich danke dir dafür, dass du so denkst, Ma. Sobald ich kann, rufe ich wieder an, ja? Ich küsse dich. Ich hab dich lieb. Ja, ich dich auch, mein Sohn. Ich vermisse dich sehr. Hallo? Hallo, Nick, ich bin's. Winnie kann die Küste vergessen. Sag ihm, er soll mein Weihnachtsgeld bereithalten. Ja, mach ich. Du kannst dich auf eine schöne Bescherung freuen. Okay. Ich werde die zuständige Stelle informieren. Und ihnen sagen, wo sie mich abholen können. Ich mache für Sie den Anruf. James, verlieren Sie nicht den Glauben. Ja, Vater, ich will es versuchen. Aber wenn ich obendrein eine kugelsichere Weste anhätte, würde ich mich wohler fühlen. Ich kümmere mich darum, Vater. Nein, auf keinen Fall. Sagen Sie Skriko, er soll bleiben, wo er ist. Ich mache mich umgehend auf den Weg. Ja. Vielen Dank für Ihren Anruf. Bis später. Damit wäre alles klar. Ich brauche eine knappe Stunde. Auf Wiederhören. Dad, du solltest den Typen wirklich mal überprüfen, denke ich. Nicht jetzt, Chuck.
Ich muss einem Kollegen in Weston bei einer Fahrerflucht helfen. Und wann kommst du wieder? Das kann ich dir nicht sagen. Peggy hat noch was zu erledigen. Bitte mach so lange Telefondienst, bis sie zurückkommt. Ja, Dad. Hallo, hier ist Ross. Bitte seien Sie so gut und verbinden Sie mich mit der Polizeistation in Pine Creek. Pine Creek, Büro des Sheriffs. Der Sheriff ist nicht da. Wer spricht da bitte? Sergeant Ross. Ich bin Deputy White. Kann ich Ihnen weiterhelfen, Sir? Ja, Sir. Natürlich kenne ich dieses kirchliche Internat, Mr. Ross. Ja gut, ich warte hier auf Sie und begleite Sie dahin. Besser geht's doch gar nicht. Der Anruf kam wie gerufen. Sollten Sie wieder mal einen Landstreicher einstellen wollen, Chris, fragen Sie mich vorher. Ich hatte schon gehofft, Sie würden diesmal nicht sagen, Sie hätten es gewusst. Manchmal gerät der Mensch ungewollt in eine böse Situation. Mein Instinkt sagt mir, dass der Junge ein guter Mensch ist. Ach so, ja, Ihr Instinkt. Sehr gut. Ich sag's ihm gleich. Sie haben Skriko gefunden. Lebendig? Ja, Ross holt ihn gerade aus Pine Creek ab. Er wird ihn bis morgen bis nach seiner Zeugenaussage in Schutzhaft behalten. Dann können wir nur hoffen, dass Ross als Erster bei ihm ist. Wenn dieser blöde Kerl sich doch nur nicht eingemischt hätte. Es ist schon eigenartig, wie sich irgendwann das Blickfeld verändert. Wenn man jung ist, denkt man nicht weiter über die Konsequenzen seines Handelns nach. Wenn man älter wird, kann es aber oftmals schon zu spät dafür sein. Das klingt ja fast philosophisch, Jim. Ich sehe die jungen Burschen hier, denke über Tony nach. Und ich frage mich, ob er weiß, dass er noch die Chance hat, den rechten Weg zu gehen. Finden Sie es raus. Ja. Besuch für dich. Ich warte draußen. Wie geht's dir, Tony? Das ist Ihnen doch scheißegal. Ganz und gar nicht. Ja, aber nur, weil ich Ihr Geheimnis kenne. Es gibt kein Geheimnis mehr. Die wissen jetzt alles. Und wie steht's mit dir? Hast du irgendwas zu verbergen? Nein. So, so. Chris, geht da drinnen irgendetwas vor? Jim ist bei ihm. Was? Nein, bitte. Lassen Sie die beiden. Darf ich mich setzen, Tony? Ich kann's nicht verhindern. Tony, du solltest dir über eins klar sein. Was immer du anstellst, irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem du dafür bezahlen musst. Endlich sind wir zweimal einer Meinung. Tony, weißt du was? Nein, sagen Sie es mir. Wir beide sind gar nicht so verschieden, wie du meinst. So? Ja. Ich habe auch Angst und mach mir genauso in die Hosen wie du. Reden Sie doch keinen Unsinn! Ich habe keine Angst. Wenn das so ist, bist du dumm.
Nehmen Sie das sofort zurück! Oder was noch viel schlimmer ist, du bist ein Versager. Halten Sie Ihre verdammte Schnauze! Wenn hier ein Versager ist, sind Sie das! Ja, du hast recht. Und deswegen unterscheiden wir uns gar nicht so was sehr. Was Sie da sagen, ist totaler Schwachsinn! Kennst du deinen Vater, Toni? Was soll denn diese idiotische Frage? Ich kenne meinen auch nicht. Wo ist deine Mutter? Halten Sie doch endlich ist das Maul! Ist sie süchtig? Geht sie auf den Strich? Schnauze, wo ist deine Familie, aufhören, Toni? Wer kümmert sich damit um dich? Wer gibt dir die nötige Liebe? Wer? Hä? Willst du hier im Gefängnis eine Familie suchen? Glaubst du etwa, du findest da die entgangene Liebe? Das reicht jetzt. Finden Sie nicht? Hören Sie endlich auf! Lassen Sie mich los! Ich kann's nicht mehr hören! Das da ist deine Familie, Toni. Bitte. Schicken Sie mich nicht weg, Vater. Ich werde mich bessern. Wir werden uns alle bemühen, Toni. Du bleibst hier und wir werden für dich sorgen. So, und jetzt können wir dich wohl wieder in dein Zimmer entlassen. Gut gemacht. Danke sehr. Mir leid, dass ich weg muss, aber ich habe noch eine Klasse in Weston zu unterrichten. Das macht doch nichts. Ich komme schon klar. Ja, Jimmy, da bin ich mir sicher. Sue weiß, wo ich zu erreichen bin. Ja. Es ist besser, wenn du jetzt nach Hause gehst. Ich würde lieber bei dir bleiben. Es läuft ja bestens. Dann wollen wir uns mal umhören. Ja. Nochmal St. John. Ja, richtig. Hallo? Hi. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen. In dieser Stadt soll es ein Internat geben, das St. John heißt. Ich bin derjenige, den Sie suchen. Sie sind schneller hier, als ich dachte. Deswegen bin ich auch nicht im Office. Sie suchen doch diesen Screeko, richtig? Wäre möglich. Ah, alles klar. Wahrscheinlich sind Sie Zivilfahnder und müssen vorsichtig sein, hm? Wir haben miteinander telefoniert. Ich bin Chuck White. Deputy White. Und Sie sind Sergeant Ross, habe ich recht? Ach ja, richtig. Jetzt fällt mir es wieder ein. Genau, Deputy White. Wenn Sie wollen, kann ich Sie gleich hinbringen. Zu Screeko? Sie haben recht. Vorsicht ist angesagt. Ja, so ist es. Deputy White, darf ich Ihnen meine Mitarbeiter vorstellen, Officer Pina? Ich bin sehr erfreut. Und das da ist Officer Franchelli. Hallo, Chuck. Willkommen in Pine Creek. Danke. Der Deputy bringt uns jetzt zu Jimmy Screeko. Bestens. Zwei Bier. Schon in Arbeit. Gehen Sie vor. Tollen Dienstwagen haben Sie da. Ja, irgendwo müssen die Steuergelder ja bleiben. Wenn du der Jury erzählst, wie es wirklich gewesen ist, muss sie dich freisprechen. Hoffentlich bin ich nicht vorher tot. Ach, Jimmy, sag doch nicht so. Ich denke realistisch so und ich habe ein ganz dummes Gefühl im Bauch.
Versuch dir einfach dein Fischerdorf vorzustellen und dein kleines Charterboot. Das wird nie was. Doch, wird es. Du musst nur fest daran glauben. Gleich kommen wir zur Lookout Road, da geht's scharf nach links ab. Das Internat ist dann kurz hinter der Kurve. Deputy White, es sind augenblicklich viele Leute im Internat. Ich glaube nicht. Höchstens ein paar Geistliche und eine Handvoll Kinder. Das könnte ein Problem werden. Wenn Skriko uns kommen sieht, könnte er in Panik geraten und durchdrehen. Wir wollen nicht, dass jemand Schaden erleidet, besonders keins von den Kindern. Es gibt da einen Hintereingang, Sie können ihn überraschen. Hört sich gut an. Hervorragend. Wir sollten jetzt vielleicht besser ins Büro gehen. Die Jungs müssen ja nicht unbedingt sehen, wie du abgeholt wirst. Sue, ich habe... Ich weiß. Ja. Mir geht's genauso. Ich gehe noch mal auf mein Zimmer, um meine Tasche zu holen, und dann müssten Sie auch bald da sein. Wir sind schon da. Chuck? Hallo, Jimmy. Sieh mal, da ist Jimmy. Komm, wir gehen hin. Okay. Wer sind diese Kerle? Die sind von der Polizei, Sue. Ja, Ma'am. Wir müssen ihn leider mitnehmen. Gehen wir also. Wieso kommen Sie durch den Hintereingang und nicht von vorne? Sie hatten Angst, dass ich rumballern könnte. Hallo, Jimmy! Sie wollen doch nicht etwa riskieren, dass unschuldige Menschen zu Schaden kommen. Wir dachten schon, Sie wollten weg, ohne uns Goodbye zu sagen. Das würde ich doch nie machen, Tony. Ich war gerade auf dem Weg zu euch. Nur leider ist die Polizei etwas früher erschienen als erwartet. Also, Jungs, macht's gut. Sue, sei so gut und bring die Jungs bitte ins Haus. Ja, das ist eine gute Idee. Sie können dann auch gehen, Chuck. Wir übernehmen das hier. Yes, Sir. Und vielen Dank. So, Jungs, dann kommt mal mit. Durchsuch den Mistkerl. Ganz ruhig, du Arschgesicht. Er ist sauber, Vinny. Gut. Wir müssen einen kleinen Spaziergang machen. Mein Wagen steht da drüben. Scheiße! Wo ist dein Vater? West. Kannst du ihn anrufen? Ja, los, hinterher! Hier ist Chuck. Ich muss dringend meinen Vater sprechen. Bleibst draußen. Thank you.
Wen sehe ich denn da? Was ist denn? Hier ist ein Zwerg mit einer Kanone. Knall ihn ab. Mach keinen Scheiß, gib sie her. Komm her und hol sie dir, Penner. Du tickst wohl nicht richtig. Joey! Los, komm her! Mach schon! Die Welt ist klein, nur die Berge begegnen sich nicht. Du weißt ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du hast meinen Vater erschossen und jetzt erledige ich dich. Okay, aber lass Toni gehen, er sollte das nicht mit ansehen. Nein, er bleibt hier. Ich biete ihm jetzt eine wunderbare Lektion aus dem Leben. So, und jetzt fahr zur Hölle. Das Mistding war mit Platzpatronen geladen. Die Patronen in meiner sind scharf, das garantiere ich. James, holen Sie die andere Waffe. Scheiße. Ich habe ihn unter Kontrolle. Gott sei Dank. Damit lassen sich Worte niederschreiben, die mächtiger sind als ein Schwert. Aber gegen eine 45er kommt so ein Stift nicht an. Sie haben mich reingelegt, verflucht nochmal. Tja, Vinny, dumm gelaufen, finden Sie nicht? Gehen wir. Ich habe Schüsse gehört und bin dann gleich in die Scheune. Damit haben Sie ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Ja. Und was hat sich danach abgespielt? Erzählen Tja, wenn ich Toni und Vater Patrick nicht gehabt hätte, wäre ich jetzt nicht so munter. Das Unglück war, dass White Junior mich verwechselt hat. Stimmt es, dass Jimmy niemanden umgebracht hat? Ja, Vater. Das Ganze war eine Falle. Als Argento getroffen wurde, benutzte er einen Blutbeutel. Jeder sollte denken, dass er tot ist, weil er morgen vor der Grand Jury aussagen soll. Was passiert jetzt? Argento wird unter das Zeugenschutzprogramm gestellt und die Monelli-Familie wird hinter Schloss und Riegel landen. Ich meinte mit Jimmy. Ach so. Er hat sich keines Vergehens schuldig gemacht. Und in ein paar Stunden, wenn alles vorbei ist, sind Sie frei, Jimmy, und können tun, was Sie wollen. Entschuldigen Sie bitte. Das mache ich, Freunde. Unsere Telefonnummer kennt sich. Wenn ich nicht da bin, wenn Sie... Danke, Toni. Ohne deine Hilfe wäre es nicht so gut gelaufen. Sie haben mir auch geholfen. Wie Sie schon sagten, so verschieden sind wir zwei gar nicht. Weißt du, was ich denke, Toni? Dass du deinen Weg finden wirst. Ich werde mich bemühen, Sie nicht zu enttäuschen. Lass es dir gut gehen. Für Sie auch alles Gute. Wenn Sie Lust haben, können Sie hier bleiben. Wir würden uns freuen. Wir werden ganz sicher eine Vollzeitbeschäftigung für Sie finden. Kommt, Jungs. Ich bedanke mich für das Angebot. Tja, und was ist mit dem kleinen Fischerdorf und dem Charterboot? Davon träume ich immer noch. Denkst du, sie könnten dort auch eine Krankenschwester gebrauchen? Wenn nicht, dann... Dann fahren wir einfach so lange durch die Gegend, bis wir einen passenden Ort finden. Los,
gehen.